Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Diesmal wieder mit einer neuen Folge unserer Reihe Wer ist bekannter? Diesmal haben wir uns für zwei Frauen entschieden. Genau, ich glaube nämlich, dass Jennifer Lawrence nicht nur bei die Tribute von Panem den Bogen raus hat, sondern auch bei unserer Umfrage und deswegen gewinnen wird. Und ich sage heute, ab geht die Lucy, denn Scarlett Johansson wird mir zum ersten Mal nach drei Niederlagen gegen Tim in Folge zum ersten Sieg verhelfen. Naja, wir werden sehen. Nochmal kurz zur Erklärung für die Leute, die unser Format noch nicht kennen. Wir sprechen gleich in der Fußgängerzone 20 Leute an. Christian 10, ich 10, jeweils 5 Männer und 5 Frauen. Und danach werden wir halt sehen, welche der beiden Schauspielerinnen halt von mehr Leuten erkannt wurde. Und dementsprechend hat dann einer von uns beiden gewonnen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Und ich denke, es wird im wahrsten Sinne des Wortes eine sehr schöne Umfrage. Könnt ihr sagen, wie diese beiden Schauspielerinnen mit Namen heißen? Ja, also das linke ist Jennifer Lawrence, glaube ich, ne? Ja. Und hier, hilf mir mal. Scarlett Johansson. Genau. Oh mein Gott. Also die linke habe ich schon mal gesehen. Aber auf den Namen komme ich nicht. Und die rechte habe ich bestimmt auch schon mal gesehen. Keine Ahnung. Weiß echt nicht, keine? Okay, danke. Ja, das ist Scarlett Johansson und das ist Jennifer Lawrence. Weiß ich nicht. Lucy ist der Rollenname. Lucy, ja, ist auch Lucy. Nein, ich habe keine Ahnung. Lucy, komm, du musst es wissen. Ja, ich weiß das okay, nicht. Okay, mach jetzt. Keine Ahnung, wie die heißen. Ist das nicht dieselbe? Für mich ist das dieselbe. Oh, nein. Die linke kommt mir vor, ja, wie die von Hunger Games. Ja, genau. Wie heißt sie? Dame. Nein. Bei keiner von beiden. Gesehen? Nein, noch nie gesehen. Jennifer Lawrence und Scarlett Johansson. Nee, kann ich nicht. Gwyneth Paltrow ist rechts und die andere ist auch hier. Jennifer Lawrence. Genau. Mit Namen leider nicht, nee, aber ich kenne ihn aus den Filmen The Hunger Games oder wie das der Film hieß. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, aber kann ich gerade nicht einhalten. Nee. Jennifer Lawrence und weiß ich nicht. Das ist Jennifer Lawrence. Die, keine Ahnung. Alles klar, vielen Dank, genau das wollte ich hören. Die linke, das ist Jennifer Lawrence. Und die rechte, ich kenne den Namen, ich komme gerade nicht drauf. Alles klar, vielen Dank. Bitte. Scarlett Johansson gewesen. Stimmt. Ja, auch wenn Scarlett Johansson demnächst bei den Avengers wieder zu sehen ist im Kino, das heute war hier überhaupt nicht heldenhaft. Genau, ich habe es mir ja schon so ein bisschen gedacht und naja, Christian hat ja ganz im Mystique-Style quasi sein blaues Wunder erlebt. Ich freue mich aber schon darauf, ihn hier bei seiner Wetteinlösung zu sehen, denn Christian muss hier auf dem Kröpke wieder drei Filmtitel pantomimisch nachmachen, die ich ihm halt sagen werde. Das seht ihr demnächst wieder als Video. Bis dahin, macht's gut.